Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Masterkiller. Wir spielen heute Escape from Tarkov und beschäftigen uns heute mit der Skier Quest Chemical Part 1. Die besteht eigentlich aus zwei Punkten. Es ist einmal der Punkt Find Items that can help the investigation. Das ist dieser Schlüssel 220. Und einmal dieser Teil Find some information about the Deputy Chief's past life. Beziehungsweise optional, find the sleeping place of the former Deputy Chief of Security. So, wir sind jetzt hier auf Customs, das ist dieser Waggon Richtung dem hinteren Fahrexit-Bunker. Muss ich damit raus oder kannst du sterben oder darfst du sterben? Nein, muss raus. Müsst ihr rein. So, hier liegt normalerweise dieser Schlüssel 220. In dem Fall komischerweise ist er nicht da. Aber ich hatte den Key auch so schon, also der ist nicht nur da zu finden. Und die Dokumente sind in diesem Eck. Das ist allerdings eine sehr, sehr fummelige Sache, wie ihr hier seht. Da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Und ganz wichtig ist natürlich auch hier wieder dann mit den Dokumenten die Karte lebend zu verlassen. Könnt ihr dann auch überlegen, ob ihr die Map von hinten quasi startet oder von vorne? Warte, ich hab's. Document Case, geil. Einmal. So, und jetzt müsst ihr die Map nur noch lebend verlassen. Ach, nur für die Quest oder was? Halle rechts. So, hier sind wir wieder im Exit. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, beziehungsweise ein Abonnement. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Quest. Ciao. Okay, ja, keinen getötet oder irgendwas.